Guten Morgen, liebe Wanderfreundinnen und Wanderfreunde. Ich befinde mich heute mit Ruth zusammen in Happchen. Das ist oberhalb von Interlaken. Ich zeige es da noch schnell auf der Karte. Wir befinden uns hier. Und Interlaken ist da ganz unten. Welche Wanderung wir unternehmen, werde ich euch noch später sagen. Hier in diesem Haus gibt es einen Alphornbauer. Können Sie also Alphorne kaufen. Schöne Häuser da oben mit Blumen. Und da ist noch der Brunnen. Mit dem Happch. So, jetzt geht unsere Wanderung da durch. Geht der Wanderweg da durch und nachher gehen wir diese Seite da vorne hoch. Das da drüben ist übrigens die Rückseite vom Harder. Eine schöne Brücke und die überqueren wir jetzt. Da habe ich noch die Daten dazu. Länge 16 Meter, eine Spannweite von 14,40 Meter. Ja, schön. Und da unten durch geht der Traubach. Früher musste man da sicher einen weiten Bogen machen in das Tal. Und jetzt kann man das einfach so schön über eine Brücke überqueren. Ruth ist auch gerade oder war gerade am Fotografieren und jetzt geht der Wanderweg hier hoch. Ein schöner Bergweg. Da noch ein Blick zur kleinen Brücke. Guten Tag, liebe Wanderinnen und Wanderer. Ich bin heute ja mit der Ruth unterwegs. Wir sind jetzt gerade am Aufstieg von Happchen Richtung Lombachalp. Dort oben bei der Lombachalp entspringt die Emme, so in diesem Gebiet. Wir gehen dann noch weiter hoch auf einen Berg. Und von dort dann wieder alles abwärts, der Emme entlang bis nach Kemmeriboden-Bad. Dort müssen wir natürlich noch eine Meringue haben. Ein bekanntes Dessert aus dieser Region. Ich wünsche euch gute Unterhaltung und viel Spaß beim Begleiten unserer Wanderung. Danke. Da ganz unten sieht man den Thunesee, dann hier das Dorf Happchen, wo wir gestartet sind. Und hier sind noch viele Häuser an den Hang hochgebaut.
Und da hier sind wir jetzt hochgekommen. Ziemlich einen Hügel und Ruth ist schon weit oben. Jetzt muss ich wieder Gas geben, dass ich sie wieder einholen kann. Wir haben ganz schönes Wetter. Es ist wirklich toll, heute diese Wanderung zu machen. Ja, da geht es jetzt ziemlich steil wieder hoch. Und ist ein ziemlich schmutziger Weg, weil gestern hat es noch ziemlich stark geregnet und am vorigen Abend hatten wir noch ein ganz starkes Gewitter mit sehr viel Niederschlag und das spürt man heute jetzt natürlich. Jetzt mal einen Blick zurück. Ruth ist auch ein bisschen am Kämpfen. Oh, so schön. Da die andere Seite habe ich auch schon mal gemacht. Aber schon länger her und im April. Ja, das war jetzt ein steiler Aufstieg da hoch. Jetzt haben wir, glaube ich, das Schlimmste hinter uns. Ja, da nochmal einen Blick nach Apchen. Jetzt haben wir wieder ein bisschen ein flächeres Teilstück. Ich glaube, das Schlimmste haben wir überstanden. Und es ist zum Glück noch nicht Mittag. Da ist die Sonne auch noch nicht so heiß. Jetzt gibt es wieder mal einen Rundumfilm. Da unten der Thunesee. Und da hier vorne, da, hier den Niesen. Und da unten verläuft der Lombach. Apchen sieht man bereits schon nicht mehr. Und da oben die ersten Alpen. Da oben in der ganz großen Hütte sind sie sicher am Käse herstellen. Das sieht man am Rauch, der aufsteigt. Und hinter dran das Augsmatthorn. Und ganz auf der linken Seite da, dieses Wasser von dort fließt bereits in die Emme. Hier sind wir noch im Berner Oberland. Und wenn man dann da hinten hochkommt, kommen wir dann in das Emmental. Also bei der Lombachalp oben. Da hier sind wir jetzt auf der Schwendalmi. Eine ganz schöne Alp. Mit Aussicht auf das Augsmatthorn. Und hier sieht man doch auch noch den Thunesee. Und den Niesen. Da sind wir jetzt gerade hergekommen, diese Seite. Da sind doch noch ein paar Weiden. Hauptsächlich Jungmannschaft.
die ganz Jungen, eine ganz schöne Alp und natürlich eine wunderbare Aussicht. Da noch mal einen Blick Richtung Thunersee und da vorne die Alp, wo wir jetzt gerade waren. Und dort oben sieht man, ich bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber es könnte vom Niederhorn der Ausläufer sein, Karstgegend, da hier oben, da. Ja, ist eine tolle Alp da. So, und jetzt geht der Wanderweg hier weiter. Da haben sie sogar Laden auf den Boden gelegt, dass man nicht durch das große Sumpfgebiet muss und noch ersäuft, so wie hier. Ah, ist einfach wunderschön heute wieder. Da unten kommt die normale Straße hoch. Da führt auch ein Bus auf die Lombachalp hoch. Und da vorne, da oben, das sind die letzten Häuser vom Beatenberg. Ah, ist einfach so schön. Und hier dieses spezielle Gras, das ist wahrscheinlich am Verblühen. Und da geht jetzt der Wanderweg wieder weiter. Immer noch hoch. Und auch oben auf der Lombachalp sind wir noch nicht am höchsten. Und viele Blumen. Eine sehr, sehr schöne Zeit, jetzt da hoch zu wandern. Und diese Blume hier, das ist eine Orchidee. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, der Frauenschuh. Da wieder eine ganz interessante Strecke an diesem Bach entlang. Oh, da ist der Weg abgerutscht. Ich darf es schnell mal zeigen. Und da müssen wir jetzt irgendwie durch. So. Ich bin durchgekommen. Und das ist noch interessanter hier. Und da geht der Weg voll durch dieses Bächlein. Zum Glück ist da nicht Hochwasser. So, jetzt habe ich es geschafft. Jetzt muss noch die Route rüber.
Aber sie hat es auch geschafft. Und ist nicht am Schwimmen. So, ein bisschen Spaß muss sein zwischendurch. Und geht immer noch hoch. Jetzt kommen wir da so in einen Wald rein. Die zwei sind lieber draußen. Das ist jetzt die Lombachalp. Und da hat es noch Alpschweine, die können viel teurer verkauft werden, als die Schweine, die im Tal unten gehalten werden. Weil das gibt ganz gutes Fleisch da auf den Alpen. Und das da ist die Straße, wie man hochfahren kann. Und da oben machen wir dann einen kurzen Rast. Da die zwei kleinen Hütten, wo das Auto da vorne steht. Dort drin wird der Käse gelagert. Und die sind so gebaut worden, dass dort kein Nagetier rein kann. Übrigens sieht man das auch viel im Wallis. Und ein Blick talabwärts von der Lombachalp aus. Dieser Bach da vorne, diesen Bogen, das hat auch einen speziellen Ausdruck. Dem sagt man Mader. Da oben ist noch ein schöner Rastplatz. Da auf der linken Seite fängt jetzt eigentlich das Emmental an. Da oben das Augsmatthorn. Auf die linke Seite rüber fließt das Wasser alles in die Emme. Und hier auf der rechten Seite, das gehört noch zum Berner Oberland, da fließt das Wasser Richtung Interlaken, weiter in den Thunesee und durch die Aare Richtung Rhein. Das Augsmatthorn vor uns, da ist ein bisschen oberhalb von der Lombachalp, wo wir uns befinden. Und da in diesem Graben da unten, da ist die Emme. Schöne Weide. Und jetzt geht es da hoch, dort wo die anderen Hochkraxeln sind. Und da noch einen Blick auf die Schneebergen. Und da kommt auch noch einer zum Vorschein. Ein schöner Weg.
Da noch ein Blick über dieses Moor. Wir sind immer noch am Aufsteigen. Zum Glück haben wir was noch gegessen unten. Jetzt habe ich zwar den Bauch wieder voll, aber wir werden deiner grandiosen Aussicht belohnt. Da auf die Prinz-Rothorn-Kette. Schöne Alpenpanorama. Die Eiger Nordwand mit dem Eiger Mönch. Da dazwischen sieht man schön die Finks und noch die Jungfrau. Und da ganz unten der Thunersee. Und vorne dieser Berg hier, den Niesen. Und da ganz vorne hier das Niederhorn. Auf beide Berge, auf den Niesen und das Niederhorn, kann man hochfahren. Und da oben, es ist so eine Pracht, voll mit Blumen. Und da sieht man auf die andere Seite runter. Es gibt wieder eine Rundumsicht. Hier das Dreigestirn, Top of Europe, sehr bekannt bei den Japanern und Chinesen, aber auch Amerikaner. Da vorne der Thunersee und da unten, da ganz im Tal unten hier, da ist Tapchen, wo wir heute gestartet sind. Dann die ganze Niederhornkette. Karstgegend da geradeaus. Und wir müssen jetzt hier runter zu diesen zwei Hütten und dann geht der Weg hier am Hang entlang. Und dann kommen wir zur nächsten Hütte, dort drüben. Und von dort geht's dann alles runter, diesem Hang hier drüben, da, diesem Hang entlang. Und die Emme kommt hier aus diesem Graben da. Das ist also der Ursprung der Emme. Dann hier leider die Prinz-Rothorn-Kette ein bisschen verdeckt. Ist einfach schön. Und von da hier unten sind wir jetzt hochgekommen. Mit dem Wetter so fantastisch heute. Und die Natur. Da kommt gerade ein schöner Schmetterling. Aber wahrscheinlich, ja, ich kann ihn nicht einfangen. Er will mir nicht landen. Aber jetzt. Und dann nochmal das Dreigestirn.